So, hier ist der Herbert Herrmann, der Häuserspezialist. Wir hatten es jetzt verschiedentlich über die Kehrwoche, schwäbische Kehrwoche, kleine Kehrwoche, große Kehrwoche und so weiter. Jetzt, was braucht man da für eine Ausrüstung für die Kehrwoche? Was braucht der Schwabe denn für die Kehrwoche? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die essentielle Ausrüstung zur Verrichtung der Kehrwoche ist in Bäse und in Eimer sowie in Kuterschaufel und in Kuterbäse. Wobei die Definition von der Kuterschaufel ist, eine Schaufel zum Aufnehmen des Kehrichts, süddeutsch, schwäbisch. Wer also die Kehrwoche ordentlich erledigen will, was mehr sollte bei uns im Schwabenland, der braucht die richtige Ausstattung. Entscheidend ist dabei natürlich der Kehrbäse, denn ohne den wird es mit dem Kehren nichts. Daneben braucht man dann die Kehrschaufel, einen Handfeger und einen Eimer. Weil der zusammengepflegte Dreck, da muss er schließlich auch ordentlich entsorgt werden. Auch wenn die Versuchung groß ist, den Dreck einfach mal in eine Gulli reinzuschütten oder reinzukehren. Das sollte man nicht machen. Denn wenn sich zu viel Dreck in dem Schlammeimer, im Gullideckel ansammelt, dann verstopft das und dann kann das Wasser nicht richtig ablaufen und dann kann es sein, es kommt raus und läuft über. Dann hat man Überschwemmung bei Starkregen, wie man das ja immer wieder haben so, da kann das schwerwiegende Folgen haben. Und das Verschmutzen von den Gullis, das wird nämlich mit dem Bußgeld bestraft. Ja genau, und dann im Winter, da wird dann der Kehrbäse gegen eine Schneeschaufel eingetauscht. Und der Eimer gegen einen Behälter mit dem Streumaterial, das da bereitgestellt worden ist. Und für die Innenkehrwoche, das ist außen mit dem Kutereimer, Kuterschaufel. Für die Innenkehrwoche wird dann ein Wischmopp oder ein Putzlappen oder wie die Dinger heißen und den Eimer Wasser benötigt. Denn im Treppenhaus, da reicht es nicht, einmal von oben nach unten durchzufegen. Da muss nass gewischt werden, damit man den Boden vom Schmutz befreit, den praktisch die Nachbarn an ihre Schuhe ins Haus eingetragen haben. Das Treppengeländer für die Türgriff, für die Klingelanlage und für die Briefkästen, da, die wäre ja bei der Kehrwoche auch gereinigt, da braucht man dann noch einen Putzlappen, ein Staub- und Poliertuch. So, wenn man das alles hat, dann kann es losgehen mit der ordentlichen Kehrwoche. Also, bei Frage rund um Ihre Immobilie, fragen Sie mich. Sie wissen ja, meine Aufgabe, das ist der effektive Immobilienverkauf zum Vorteil von allen Beteiligten. Also, wenn bei Ihnen Immobilienverkauf ansteht oder in Ihrer Bekanntschaft, dann lassen Sie mich das wissen, dann kann ich das für Sie erledigen.